So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Let's Play. Mysteriöse Städte, goldenes Prag. Ein bisschen leiser, so. Ein weiteres Wimmelbildabenteuer, keine Ahnung, was uns erwartet. Ich habe es installiert, bin genau bis hierhin gekommen, was ihr jetzt seht, und wir fangen einfach mal an. Relax-Modus. Ja, machen wir mal. Ich war im Schlafzimmer, als plötzlich jemand an die Tür klopfte. Ich hatte niemanden erwartet. Guten Morgen, Dr. Alice. Ich bringe schlechte Neuigkeiten. Professor Goldie ist gestern verschwunden. Packen Sie bitte Ihre Sachen. Wir haben nicht sehr viel Zeit. Versuchen Sie im Museum einen Hinweis zu finden. Er wurde dort zuletzt gesehen. Ich habe selbst etwas anderes zu überprüfen. Nur noch 7 Tage bis zur Einweihung der Uhr des Goldenen Prags. Es wäre eine Katastrophe, wenn wir sie nicht enthüllen könnten. Tag 1, Level 1. So, 90 Minuten Zeit, ach je. Also, Ziel des Levels. Zum Abschließen des Levels finde alle Gegenstände in der Liste und klicke darauf. Gut, das kennen wir aus den anderen Wimmelbild-Games. Gewehrdrache, Tannenzapfen, Koffer, Bild, Clown, Faustschild, Ventilator, Kaktus, Puppe. Da hätten wir das Püppchen. Koffer. Ventilator. Faustschild. Puppe. Kaktus. Gewehr. Bild. Drache und Tannenzapfen. Das ist eine Muschel. Drache. Das sind Trauben. Und da unten. So. Gut gemacht. So, Level 2. Teddybär, Hutbrezel, Schildkröte, Socke, Cricketschläger, Vase, Laptop, Stern, Teekanne. Ach je. Teddybär? Ist immer ein bisschen schwierig, wenn so viele Sachen auf einmal dastehen. Schildkröte. Laptop. Vase. Nee, da ist der Hut. Warum auch nicht? Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie lange das Wimmelbild geht. Wie gesagt, ich habe mir das vor einer ganzen Weile schon mal runtergeladen. Ich habe mir da mittlerweile eine kleine Bibliothek angelegt an Spielen, die ich noch machen will. Das Problem ist, ich wollte eigentlich ein anderes Let's Play anfangen. Leider funktioniert es nicht richtig. Selbst mit der Debug-Batch-Datei, die mit dabei ist, geht's nicht richtig. Ist nach ziemlich genau 10 Minuten einfach abgestürzt.
Ja. Dann habe ich es einfach mal kurzerhand umgeschmissen. So, Socke, Cricketschläger, Teekanne. Teekanne? Wo ist der Cricketschläger? Ach da. Hier ist dein Hintergrund. No. So, nächstes Level abgeschlossen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Levels hier gibt, keine Ahnung. Gucken wir einfach mal. Gut, er hat ja gesagt, 7 Tage, von daher. Die Uhr läuft ja weiter. Oder haben wir für jeden Tag nur so und so viel Zeit? Zum Abschließen des Levels finde 10 Unterschiede zwischen 2 Fotos und klicke darauf. Ach, Unterschiede, ich liebe es. Unterschiede finden mache ich sau gerne. So. Ist zwar nicht immer ganz so einfach, aber es ist machbar. So, 2 Unterschiede brauchen wir noch. Okay. Da haben wir noch einen. So, jetzt der berühmte 10. Unterschied. Das ist immer so ein halber Krieg, bis man den hat. Naja, was heißt immer? In vielen Fällen. Ach da. So, aber. So, Level 4. Nähmaschine, Spatz, Akkuschrauber, Turnschuhe. Nähmaschine? Würfel, Matrioschka, was ist das denn? Ich hab keine Ahnung. Das ist eine Mundharmonika? Nähmaschine. Sushi-Schleifer, Zahnrad, Tresor. Tresor. Sushi. Zahnrad. Gar nicht so leicht. Schleife. Ein Würfel. Was denn, Matrioschka? Okay. So, ich bin mal gespannt, haben wir 83 Minuten für das komplette Spiel oder nur für den ersten Tag? Gucken wir mal durch. Flagge, Taucherhelm, Ruder, Kugelfisch. Ruder.
Rasierpinsel. Ach, die. Okay. Ich musste eben kurz überlegen, was er damit meint. Da ist er. Rad. Butterfass. Hm. Was? Nö. Ach so, zum Selbstbutter machen. Okay. Schnorchel. Was denn ein Zimbel? Keine Ahnung. Eine Flagge, da. Schnorchel, Zimbel, Toaster. Toaster? Schnorchel? Was ist denn ein Zimbel? Ich hab keine Ahnung. Ah, okay. So, nächstes Level. Level 6. Wir machen es schön der Reihe nach. Ach, hey. Okay. Gar nicht so einfach. Kette. Oder nicht? Das ist ein Auto, eine Birne, das könnte ein Spielzeugroboter sein. Und was das sein soll? Boah. Schmetterling, nee. Auto. Spielzeugroboter. Nicht so einfach. Ach da. Was ist das denn jetzt? So ein Kopfschmuck oder so? Hm. Da unten. Na, siehste. Du, jetzt noch da. So. Okay, nächstes Level. Ach, hey. Na, das dürfte interessant werden. Ach, das zählt mit dazu, okay. Schade.